Nach der Schweiz bin ich dann in München wieder gelandet und meine Mutter alleinerziehend liebevoll sagt, bitte Gabriele, bleib doch in München. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schaue, was ich machen will. Und mein großer Traum war ja immer, Journalistin zu werden, weil in meiner Kindheit ich ja im Friseurladen aufgewachsen bin, in München-Obergießing in der Tegernseer Landstraße. Und da habe ich immer alle Illustrierten gelesen. Und dann habe ich eine Anzeige gefunden in der Zeitung. Damals war das überhaupt kein Problem, einen Job zu finden. Ja. Ich habe mich beworben bei der Quick und die haben eine Sekretärin gesucht. Ja. Und ich bin da hingegangen, ganz aufgeregt und wurde da empfangen und hatte dann ein Bewerbungsgespräch. Und ich war dann ganz stolz auf meine vielen Zeugnisse, die ich hatte. Die wollte da gar nicht sehen. Und sagte zu mir, Sie können gleich am Montag anfangen. Ja. Und dann kam ich, das war total spannend, in die Titelbildabteilung. Und damals also war die Zeitung so, dass das Titelbild hatte einen extra Redakteur und man hat Fotografen beauftragt, die nichts anderes taten, als schöne Mädchen zu fotografieren. Dann wurde das in Dias, in so kleinen Rahmen, Dias gerahmt, das musste ich alles machen. Und dann wurde das an die Wand geworfen und dann wurde geguckt, passt das jetzt ins Bild? Und damals war das mega aufregend, weil die ersten Mädchen im Bikini dann kamen. Ja. Und ich vergesse nie diesen einen, und dann kamen die Chefredakteure immer, also MeToo würde heute sich grausen, ja. Um dann drüber zu sprechen, welches Mädchen da jetzt wie und so. Und dann hatte ich einen total netten Chef, der hat mich immer rausgeschickt, weil ich hieß mit Nachnamen Ring. Er sagte immer, Ringlein, gehen Sie raus, wenn die Herren kommen, weil Sie müssen das nicht hören. Also das war jetzt so mein Ding, wo ich geschützt wurde vor MeToo. Und er hat dann, aber ich war saß mit ihm in einem Büro und es war wirklich spannend und die Fotografen gingen bei uns ein und aus, natürlich hoch renommiert und toll und aufregend. Und was mir wirklich immer noch in Vergessen, was ich nie vergesse, ist, dass Loriot kam immer zu uns zu Besuch, weil er damals einfach diese Zeichnungen, Reinhold das Nashorn, das gab es dann in der Quick und dafür war unsere Abteilung auch zuständig. Also unsere Abteilung bestand aus meinem Chef und mir. Und Loriot kam dann zu Besuch und ich war ganz aufgeregt, weil ich durfte dann da auch dabei sitzen, um ihm einen Kaffee bringen. Ja. Und dann gab es, weiß ich auch, wie heute noch, nebenan ein Büro und da saß ein Redakteur, der hieß A dabei, der machte so Klatschnachrichten. Ja. Und er war damals für mich ja schon ein unglaublich älterer Herr. Und jedes Mal, wenn er mich sah, klopfte er mir auf den Hintern und sagt, boah, du als bayerisches Mädel, ja, man muss dem bayerischen Mädel auf den Hintern klopfen. Und ich ging dann schon immer so an der Wand entlang und dachte mir. Und ich war natürlich auch was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil ich war ja Münchnerin. Ich habe aber nie wirklich richtig bayerisch geredet, weil das war bei uns an der Schule verboten. Du durftest keinen Dialekt sprechen. Also konnte man zwar hören, dass ich das R rolle, aber man hat immer sich ein bisschen über mich lustig gemacht, weil die Münchner und die Bayern sind ja nicht so, sind ja ein bisschen langsam, ja. Also das waren dann alles Norddeutsche und Preisen, wie wir gesagt haben, ja. Und da bin ich in dieser, und da hatte ich, wie das so ist, wenn du neugierig bist. Mein Chef damals in der Titelbildredaktion wusste schon, dass ich neugierig bin und er sagt, wenn Sie sich anstrengen, schau die Frau sowieso, die hier arbeitet, die war auch Sekretärin und hat sich zur Redakteurin hochgearbeitet. Also mein Ziel war jetzt, ich werde Redakteurin. Ja. Und es war unglaublich spannend und diese Arbeit hat mir aber wirklich große Freude gemacht da, weil das war halt einfach für mich die große weite Welt. Ja. Die Fotografen, die dann kamen und die Mädchen, die ich da Also kennenlernte. Quick. Quick, ja. Quick war ja auch berühmt für leicht Für bekleidete leicht Mädchen, bekleidete Mädchen wahrscheinlich auch und Minirock kam damals. ja. Also das war, und dann wirklich halbnackt und so, das war schon hu, 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 geht das, ja.
Und es war aber wirklich eine ganz wohl, also eine Illustrierte mit einer hohen Auflage, die Quick Neue Revue. Und dann kam im gleichen Verlag auch noch die Zeitschrift Twen. Das war ja so ein Kunst, wirklich wunderschönes Magazin. Ja. Damals hat man, also die haben wunderschöne Fotos gemacht. Ja. Also das war für mich so eine Welt, wo ich gedacht habe, boah, da bin ich ja wirklich, das finde ich toll. Ja. Und das war auch hochinteressant, weil ich war einfach neugierig und ich wollte was wissen und was lernen. Und diese, weil da wurde dann auch ganz viel getrunken und gefeiert. Und mein Chef war wirklich sehr liebenswert. Also der hat mich immer beschützt und sagt, gehen Sie nie auf eine Redaktionsfeier, betrinken Sie sich nicht, weil Sie landen mit irgendjemandem im Bett und das geht, das tut Ihnen gar nicht gut. Ja. Damals wurde ja auch noch gesiezt, gell? Also da wurde man nicht, weil heutzutage sitzt ja keiner mehr in der Redaktion irgendjemand. Ja. Und der hat mich davor wirklich bewahrt. Ja. Und er ging dann weg. Da gab es dann zwei unglaublich tolle Chefredakteure, Herrn Hagen und Herrn Prinz, die damals einfach die Halbgötter waren oder die Götter der Journalie. Und die, da gab es eine neue Zeitung, die hieß Jasmin, die Zeitschrift für das Leben zu zweit. Habe ich noch ein Exemplar. Und mein Chef ging da hin und sagt, ob ich mitgehe. Ja. Und dann habe ich tapfer gesagt, ja, ich gehe da schon mit, aber ich will dann nicht mehr Sekretärin sein, ich möchte dann irgendwas anderes machen. Ja. Und dann wurde ich, man staune, ich wurde dann Mode- und Kosmetikredakteurin. Ja. Und ich war sowas von stolz, es ist unglaublich. Verdiente da auch mehr? Ja, ein bisschen mehr, also 1050 D-Mark im Monat, ja. Aber das war halt damals, das war eine Zeit zu arbeiten, da würde heute kein junges Mädchen würde mehr heute in so einem Betrieb arbeiten wollen, ja, weil du bist um 10, musstest du da sein und vielleicht bist du vor Mitternacht nach Hause gegangen. Ja. Und wenn die beiden Chefredakteure, Herr Hagen und Herr Prinz, übellaunig waren, dann haben sie ihr Jackett über den Stuhl gehängt und sind heimlich aus dem Haus und keiner durfte gehen, bevor die nicht gegangen sind. Ja. Und das war ohne Worte irre. Und wir haben uns wirklich den kleinen Hintern abgearbeitet. Und dann kamen ja diese unglaublich tollen Modefotografen und dann durftest du da mitgehen und die Sachen besorgen und dann hast du hinterher die Fotos gezeigt. Und wenn dem Chefle-Autor das nicht gefallen hat, ich weiß noch, er hieß Dieter Eisenlau, und dann hat er das dir über den Tisch geschmissen und geschrien, mach das nochmal. Ja. Also das war... Aber wir haben das alles wirklich tapfer mitgemacht, ja? Weil diese Zeitung war einfach so toll. Und damals hat dann ein Redakteur, ich glaube, er hieß Will Tremper, der hat so sechs Seiten gemacht, die wurden dann verkehrt herum ins Heft eingeheftet und die musstest du dann rausreißen. Ja? Also lauter solche Sachen. Und wir waren einfach alle so mega stolz drauf, dass wir da arbeiten dürfen. Und ich war Redakteurin. Ja? Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich da freiwillig kündige. Ja. Was waren das für Seiten? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das waren so sechs Seiten auch so. Über Liebe, ja, alles Mögliche. Alles, was mit dem Thema Sexualität zu tun hatte. Ja. Nee, und das war wirklich interessant. Ja. Und das, wie gesagt, der Umgangston mit Frauen war unglaublich. Also, ich muss sagen, ich war immer total naiv und jenseits von Gut und Böse. Und wir haben das mitgekriegt, ja, wenn die Sekretärin dann sagte, ah, heute hat mein Chef wieder seinen Finger unter meinen Rock gesteckt. Ja. Und wir haben gesagt, was? Und das lässt du dir gefallen? Und sie sagt dann so ganz cool, naja, ich habe ihm heute dann den Kaffee so über den Schreibtisch gereicht und hab mich nicht mehr neben ihn gestellt. Ja. Aber wir haben nie auch so als Frauen, weil wir waren ja ganz wie Frauen in Mode und Kosmetik, wir haben nie darüber nachgedacht, dass das eigentlich gar nicht geht. Ja. Das
übergriffig ist. Und dass das übergriffig ist, ja. Und ich war dann, wie gesagt, weil ich war ja schon immer, Frauen sind stark, und ich ging dann zu Alice Schwarzer in den Weiberrat. Das hieß Weiberrat. Und da trafen sich dann wöchentlich eine Gruppe von Frauen und haben halt über Männer geschimpft und gelästert und gesagt, du, man muss jetzt dem Mann nicht, wenn er von der Arbeit kommt, das Bier hinstellen und servieren, sondern der soll sich sein Bier selber aus dem Kühlschrank holen. Und wir Frauen gemeinsam sind stark, also wir lassen uns von Männern überhaupt nichts mehr sagen und wir haben das jetzt alles in Hand, wir machen unseren Beruf und wir verfolgen unsere eigenen Ziele. Und das fand ich total spannend und toll, ja, und ich war da sehr engagiert. Und dann haben wir immer auch nach jedem Treffen dieses wunderbare Lied gesungen, Frauen gemeinsam sind stark. Ich habe wirklich erst letzthin den Text weggeschmissen und haben immer diese Schriften von Alice Schwarzer uns gegenseitig vorgelesen und haben sie wirklich angehimmelt und angebetet. Das war einfach toll. Bis wirklich zu dem Merkwürdigen dann passieren so Dinge, wo dann gefragt wird, ja, was machst denn du? Ja, ich arbeite halt bei einer Frau, das war jetzt keine Frauenzeitschrift, aber es war halt so eine Jasmin, die Zeitschrift für das Leben zu zweit, und was, und du verarschst ja Frauen. Und dann mussten wir, haben die Sticker hergestellt, dieses Plakat diskriminiert Frauen, wenn da so leicht gekleidete Mädchen an der Litfaßsäule waren. Dann hat man mir die in die Hand gedrückt und ich soll das da hinkleben, ja, und ich war da total im Schwanken, weil ich ja dann als Person nicht mehr gesehen wurde, sondern nur, dass ich jetzt auch in diesem Scheißgewerbe die Frauen verblöde. Aber mir hat es ja wirklich Spaß gemacht, dass dieser ich... Dieser erwähnte Frauenrat, wo hat man sich da getroffen? Oder? Ja, das war immer bei einer Frau irgendwie zu Hause. Ja. Das war, du konntest dich da eintragen in diese Gruppe, ja, und es hieß wirklich Weiberrat. Ja. Und wir waren alles Anhängerinnen von Alice Schwarzer. Ja. Wir haben also ihre Schriften da gelesen. Ja, drum. Und ich fand sie wirklich eine Zeit lang, hat sie ganz viel bewegt, also für mich sicher, ja, also in meiner Generation. Und ich war da schon davon überzeugt, dass Frauen wirklich was bewegen können. Und was damals halt auch immer war, Frauen untereinander waren nie so freundlich miteinander. Ja. Und das war so... Zickenkrieg. Ja, ja. Und das war irgendwie so dann auch meine Enttäuschung, ja, weil ich hatte ja eine starke Großmutter und starke Tanten und ich habe gedacht, ich bin auch eine starke Frau und ich habe immer Frauen sehr gerne gehabt, ja, also das, ich hatte eher immer Angst vor Männern, weil mein Großvater war hier die Institution und der hat der Patriarch, ja, und die Frauen waren stark, die haben ihre Frau gestanden. Ja. Und darum hatte ich immer so das Gefühl, ich kann eigentlich viel besser mit Frauen. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass, also was da auch passiert, ist mir immer erst hinterher jetzt eingefallen über diese MeToo-Bewegung. Ja. Was wir da auch alles mitgemacht haben, ja, an, sage ich jetzt mal freundlich, Despektierlichkeiten von Männern. Ja. Das war für uns eigentlich gang und gäbe. Und da habe ich mich dann, da war ich dann einmal wirklich stolz auf mich. Ich fuhr in Urlaub und das war schlecht angesehen, wenn du in Urlaub fuhrst. Ja. Hatte das aber eingereicht, das war alles ganz toll. Und der Chefredakteur sagt, wo ist sie denn? Ja, in Urlaub. Wieso fährt die in Urlaub? Wohin denn? Dann sagt meine Kollegin, ja, die ist mit ihrem Freund nach Wien gefahren. Dann sagt er, was? Die fährt mit ihrem Zuhälter nach Wien, ruft sie an und sagt, sie soll sofort wiederkommen. Ja. Und da habe ich gegen ihn geklagt, weil er gesagt hat, Zuhälter, sie und so. Ja. Und er musste, ich vergesse das nie, es war das Ende meiner Laufbahn dann bei Jasmin, aber er musste damals 500 D-Mark an irgendeinen Mütter- oder Frauenverein bezahlen zur Strafe. Und da hätte ich nicht mehr hingehen können, ja, weil das war dann so eine persönliche, das war wirklich für mich ein Affront. Ja.